Grüß euch! Herzlich willkommen bei uns auf dem Berg. Wenn man in der Bergwelt wohnt, dann ist man selten alleine. Man findet immer Unterstützung. Zum Beispiel da drüben auf dem Hof, da wohnt eine ältere Dame. Die hat seit ein paar Tagen gesundheitliche Probleme. Da kommt täglich der Pflegedienst vorbei. Egal, auch an Ostern kommt der Pflegedienst. Da fällt mir immer wieder auf, der Tod kennt weder Werktag noch Feiertag. Da klangt es mal an den Zaun dahin. Der ist mit Strom aufgeladen, wegen die Viecher. Wir haben als Kind haben wir immer so als Spaß hingelangt und dann hat es immer wieder angerissen. Gell? Das war so eine Mutprobe bei uns. Nicht wie in der Stadt, wo die Kinder Mercedes-Sterne abreißen, sondern eine richtige Mutprobe. Da kann man sich selber entscheiden, was man besser findet. Das ist eine schöne alte Tradition in den Bergen, dass man ein Weihwasser kriegt. Und das Einzige natürlich, wenn es regnet, dann wird das Weihwasser durch das Regenwasser rausgeschwemmt. Und dann haben die Ministranten immer viel zu tun, dass dann das wieder auswechseln. Apropos, es gibt einen heiligen Schutzpatron der Bergsteiger, das ist der heilige Bernhard. Da, wenn man geweihte Schutzplaketten bei sich trägt in die Berge, dann ist man gefeit vor Gefahren. Generell bin ich nicht dafür, dass man mit dem Glauben ein Geld verdient, aber bei mir könnt ihr natürlich Restposten vom heiligen Bernhard, von der Plaketten, könnt ihr bei mir kriegen. Aber trotzdem bin ich generell dagegen, dass man da Geld verdient. Und bitte merkt euch immer ganz wichtig, wenn man sich an die Regeln hält, dann ist der Berg euer Freund. Grüß euch.